Cindy aus Marzahn, kommt's mit dem neuen Programm? Ich kann auch anders. Cindy aus Marzahn kommt angefahren. Ruhig. Oh Gott, bin ich lustig. Tiefsinnig. Morgen, guten Tag, hallo und guten Abend. Und es wird höchst philosophisch, oder wie wird's? Naja, nee, es wird halt ein bisschen anders. Ich kann auch anders. Wir werden über viele Themen reden. Wir haben uns überlegt, oder ich habe mir überlegt, ich muss mal ein paar Sachen ansprechen, die mir einfach nicht gefallen. Mindestlohn, denn die Rente, damit bin ich ja überhaupt nicht zufrieden, dass die alten Leutchen, wenn die so viel gearbeitet haben, so wenig Geld kriegen und sich das überhaupt nicht leisten können, sich irgendwie einen schönen Lebensabend zu machen. Das trägt mich, und ich überlege einfach, wo man das abknapsen kann. Sage das doch während der Show und werde halt mit dem Publikum, was da ist, einfach überlegen, was man anders machen kann. Wie ist Cindy denn eigentlich überhaupt ins Fernsehen gekommen? Das müsste man ja schon mal klären an der Stelle. Frag mich jeden Tag. Haben die ganze Zeit noch Buletten futtert? Ich habe mit dem geschlafen, den ich getroffen habe. Die haben mir danach immer alle gesagt, wir arbeiten ja nicht beim Fernsehen. Aber ja, ich habe es trotzdem genossen. Wie flirtet Cindy aus Marzahn oder wartet Cindy darauf, angeflirtet zu werden? Wie flirtet Cindy? Also sie, meistens wurde sie ja angeflirtet. Aber da sie ja an Enrico vergeben ist, immer noch der im offenen Vollzug ist, kommt ihr dann nicht in eine Büchse, wollte ich gerade sagen. Da läuft nichts. Aber kannst du noch so viel flirten, wie du willst. Stöpsel mit einem Logo vorne drauf. Och toll, da freut man sich. Kack auf so einen schönen Blumenstrauß. Ist er. Nee, man kriegt einen Stöpsel. Love me, I'm famous, touch me.